Ei ist nicht gleich Ei. Zumindest nicht hier im Heimatmuseum in Günzburg. Oval heißt die Sonderschau, die über 2000 verschiedene Exponate aus aller Welt zusammengestellt hat. Es sind alles Ostereier, zumindest auf den ersten Blick. Beim genauen Hinschauen zeigt sich jedoch die Mannigfaltigkeit einer ganz eigenen Kunstrichtung. Viele sehen es als willkommene Herausforderung, mit diesem Naturprodukt zu experimentieren. Demgegenüber steht jahrhundertealtes Brauchtum. In der Fastenzeit zum Beispiel durften früher ja keine Eier gegessen werden. Deshalb wurden viele abgekocht, damit sie sich besser halten. Und man hat angefangen, die Speisen am Ostersonntag mit in die Kirche zu nehmen, wo sie dann gesegnet wurden. Genau, und ja, Ostern ist natürlich so ein toller und großer Feiertag. Da wollte man nicht einfach nur so schnöde Eier mitbringen, sage ich mal, sondern die wurden eben verziert und auch immer reicher verziert. Und dann wurde da quasi ein Brauchtum draus. Für Besucher sind die Eier vor allem schön anzusehen. Exponate aus fremden Ländern haben oft etwas Exotisches an sich. Selbst im weit entfernten China oder etwa in Japan ist die Kunst am Ei gebräuchlich, jedoch überwiegend ohne christliche Motive verziert. In Polen wiederum stattet man die Ostereier mit Papierhenkeln aus und hängt sie gerne an den Weihnachtsbaum. Ein eigener Bereich widmet sich dem religiösen Osterei. Das Ei steht eigentlich schon seit der Antike für Fruchtbarkeit. Das war damals schon ein Symbol. Und ja, das Christentum hat es ein bisschen übernommen, ein bisschen abgewandelt. Im Christentum steht das Ei hauptsächlich dann für die Auferstehung. Man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, wo kommen eigentlich die Küken her? Also erst sind sie im Ei drin, gefangen quasi, so ein bisschen wie in einem Grab. Und dann kommen sie aber doch da raus und schlüpfen. Und das hat man eben als Auferstehungssymbol gesehen. Ein Hingucker sind ganze Eierzyklen, die die einzelnen Stationen des Kreuzwegs darstellen. Die sogenannten Kurbeleier befördern mit etwas Geschick einen kleinen Papierstreifen mit biblischen Geschichten zutage. So unterschiedlich die Motive auch sind, so unterschiedlich sind auch die Techniken, mit denen gearbeitet wurde. Beim Scherenschnitt kommen feine Messer zum Einsatz. Bei den durchbrochenen Eiern sind es kleine Bohrer, die Muster schaffen. Bei dem wohl winzigsten Ei der Ausstellung ist zuallererst eine ruhige Hand gefragt. Bei den Eiern der slawischen Minderheit der Sorben in Ostdeutschland wurde mit Wachs gearbeitet. Einmal kann man ein weißes Ei nehmen und dann mit Wachs das Muster quasi draufmalen, drauftropfen. Dann kommt das Ei in ein Farbbad. Und es wird natürlich nur alles bunt, wo kein Wachs ist. Das Wachs wird dann wieder abgeschmolzen und man sieht eben wieder die weiße Eierschale durch. Es funktioniert aber auch ein bisschen andersrum. Und dann legte man die Eier oft noch in Sauerkrautwasser ein. Dieses ätzte schließlich alles weg, wo kein Wachs war. Und fertig waren die Kunstwerke. Alle Ostereier, die hier im Heimatmuseum ausgestellt sind, stammen aus der Sammlung des Günzburgers Rudolf Kombosch. Wer sich jedes einzelne davon noch mal genauer anschauen mag, der hat noch bis zum 24. April Gelegenheit dazu.